Diese Woche ist etwas Bemerkenswertes in Schleswig-Holstein passiert. Zum einen hat die Landesregierung die besonderen Leistungen der Hochschulen anerkannt und wird diese mit mehr finanziellen Mitteln ausstatten. Zum anderen haben sich aber auch die Hochschulen untereinander darauf geeinigt, wie das zusätzliche Geld verteilt werden soll. Und sie haben sich auf einen Schlüssel verständigt, wie die Studierenden verteilt werden, die mit dem doppelten Abiturjahrgang zusätzlich an die Hochschulen strömen werden. Wir an der Fachhochschule Lübeck freuen uns darüber. Wir erfüllen einen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag, der lautet anwendungsorientierte Lehre und praxisnahe Forschung. Wir kooperieren sehr eng mit der Wirtschaft und weisen eine hohe Internationalität auf. Mit den zusätzlichen Mitteln können wir jetzt keine großen Sprünge machen, aber wir haben eine Planungssicherheit, beispielsweise was den Bereich Personal angeht oder Bau. Was das im Einzelnen bedeutet, müssen wir jetzt innerhalb der Hochschule klären. Aber wir schöpfen schon mal neue Kraft und Motivation für einen weiteren erfolgreichen Weg.